selbstgemachte Adventskalender in Form eines Weihnachtsbaums sorgt in der Vorweihnachtszeit jeden Tag für große Freude. Dafür sind nur wenige Arbeitsschritte notwendig. Legen Sie zunächst alle Materialien und Werkzeuge bereit. Überlegen Sie sich, wie groß Ihr Adventskalenderbaum werden soll. Legen Sie die Leistenlänge für den Stamm und die Äste fest. Für die Tannenform sollten die Maße von unten nach oben abfallen. Bedenken Sie dabei, dass Sie Platz für 24 Geschenke benötigen. Sägen Sie die benötigten Holzleisten passend zu. Schleifen Sie die Enden der Holzleisten ab, damit nichts splittert. Der Distanzanschlag sorgt dafür, dass die Nägel parallel in einer Reihe eingetrieben werden. Passen Sie vor der Befestigung der Äste die Klammerstärke und Tackereinstellung an. Legen Sie die Äste an den Stamm an und markieren Sie die Positionen, bevor Sie sie mittig in gleichmäßigen Abständen am Stamm festtackern. Stecken Sie den Stamm in die Holzschiene und fixieren Sie ihn von unten mit der Holzschraube. Unser Tipp: Bohren Sie dafür ein Loch vor. Jetzt können Sie den Baum mit einer passenden Farbe anmalen. Schneiden Sie Jutestreifen zurecht, die Sie dann jeweils falten und zu kleinen Geschenksäckchen zusammenkleben. Dekorieren Sie den Adventskalenderbaum mit farbigen Bändern und weihnachtlichen Accessoires. Fertig! Hängen Sie jetzt die Säckchen an die Äste Ihres Adventskalenderbaums. Und denken Sie daran, jeden Tag nur eines öffnen! Eine detaillierte Materialliste und die genauen Arbeitsschritte finden Sie auch im Internet unter novus.de.